Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Trendradar Trendbox aus dem Monat Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier eine Box, wo nachhaltige Produkte aus den Bereichen Food, Wellness, Design, dies, das, Ananas mit drin ist. Also hier sind wirklich immer... Hier ist ein Wunderblumenstrauß drin enthalten und ich freue mich jeden Monat aufs Neue, wenn diese Box bei mir eintrifft. Ich bekomme sie in der Kooperation. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Trendradar Boxenteam. Und ihr könnt sie normalerweise ab 29,95 pro Box und Monat abonnieren, aber ihr könnt mit Claudi 15% auf eure erste Box sparen. Schaut dazu gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit verlinkt. Und jetzt würde ich sagen... nicht lang schnacken, hineinschauen, denn das Ding ist ganz schön schwer. Das heißt, es verspricht, dass da relativ viel drin ist. Und wir haben hier immer so fancy Sachen drin. Also ich würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn wir uns hier, upsala, einfach mal einen Schal oder so reinpacken. Die haben nämlich manchmal echt den Schalk im Nacken, die Boxenpacker, ich sag's euch. Wir haben hier so ein bisschen Pufferpapier und es steht hier Home Spa drauf. Home Spa ist auch echt so ein bisschen mein Motto überhaupt. Sammy guckt mich gerade von da vorne aus an. Das ist echt ein witziger Knubbel, der kleine Mann. Okay, also, ich öffne den Klebi und sehe schon direkt sehr, sehr ansprechende Sachen hier drin. Oh, geil. Also auch große Sachen, Basic-Sachen, Fancy-Sachen. Okay, Frances hat meine Box gepackt und die liebe Lilly hat sich hier bei mir bedankt, dass wir hier eine Kooperation haben und wünscht mir viel Spaß beim Unboxing. Dann haben wir hier den Flyer. Die Frau sieht so hübsch aus. Ich bin immer begeistert von den Menschen, die auf dem Cover so abgebildet sind. Ne? Das ist Wahnsinn, wo die diese schönen Menschen ausgraben. Und hier steht so ein bisschen was, um uns einzugrooven in das Motto. Deine Homespa-Box. Entspann dich und gönn dir das ultimative Wellness-Erlebnis mit unserer Trendbox im Oktober. Der Herbst ist die perfekte Zeit, um dir selbst Liebe und Achtsamkeit zu schenken. Unsere Homespa-Trendbox bietet sorgfältig und liebevoll ausgesuchte, nachhaltige Produkte aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle. Von umweltfreundlichen Wellnessprodukten, die deine Entspannung auf ein neues Level heben, bis hin zu köstlichen, ethisch produzierten Leckereien und Lifestyle-Accessoires, die Spa-Atmosphäre in dein Zuhause bringen, unsere Trendbox verwöhnt Körper und Seele. Gönn dir die Zeit, die du verdienst und heiße den Herbst willkommen. Mit unserer Oktoberbox wird dein Zuhause zur Wellness-Oase. Genieße nachhaltigen Luxus und Spa-Erlebnisse in deinen eigenen vier Wänden, denn Entspannung beginnt bei dir zu Hause. So true, Leute! Hier wird dann auch etwas verlost, okay. Und dann haben wir hier die Produkte aufgeführt. Teilweise gibt es Alternativen. Dann habe ich hier auch ein Trend-Goodie, das werde ich euch auch noch zeigen. Und das Heftchen ist neu aufgemacht. Das ist ja auch interessant. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Ziemlich cool. Dann haben wir hier ein veganes Rezept drin. Das kann man rausnehmen, sammeln und nachkochen. Und ein bisschen was zu Halloween. Es gibt eine limitierte Halloween-Box. Ach, du ahnst das nicht. Ich muss das Trendradar-Box-Team anschreiben. Dann gibt es hier noch ein bisschen Werbung und die Info, was es im November gibt. Ein kleiner Spoiler. Oder hier direkt, mit dem November kommt die dunkle Jahreszeit und gleichzeitig auch die Chance, deine Routine anzupassen und aktiver zu werden. Aktiv. Ich. Okay, entdecke, wie deine täglichen Gewohnheiten im Laufe des Tages dich auf dem Weg zu einem nachhaltigeren und noch gesünderen Leben unterstützen. In unserer limitierten Box erwarten dich sorgfältig ausgewählte Produkte aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle, die deine Routine inspirieren und deinen Tag bewusster und gesünder zu gestalten. Du wirst die Veränderung genießen. Ab dem 1.11. kannst du die in dem Shop abonnieren. Dann gibt es hier auch noch den Code, aber wie gesagt... ihr bekommt mit Claudi 15% Rabatt, wenn ihr möchtet. So, ich fange zuallererst an mit Waterdrop. Ich habe den Adventskalender ausgepackt, habe hier auch wieder ein bisschen Nachschub und habe auch dort ordentlich bestellt. Ich mag es so gerne. Und das hier ist sehr passend. Hier haben wir 12 Stück von den Microdrinks Relax drin. Ich mag es gerne, mich animiert es einfach mehr Wasser zu trinken. Wasser haben wir alle zu Hause, dann machst du dir so ein Dröpschen rein und hast dann einfach ein vernünftiges Getränk. Ich finde es super, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir hier von Coco Show etwas drin. Das habe ich immer ganz gerne. Ja, bei uns in der Vorratskammer so als Backup stehen, wenn unsere Milch alle ist und ich meinen Kaffee oder mein Müsli halt genießen möchte. Weil Schatzi ist so ein Kakaomonster, der sich nachts dann irgendwie noch heimlich eine Tasse Milch macht oder ein Liter Gefühl trinkt. Und dann ist auf einmal die ganze Milch weg. Und so habe ich etwas, was nur für mich ist, weil er mag nicht so gerne diese laktosenfreien Geschichten. Für mich ist es aber durchaus sinnvoll, weil ich nicht zu viel Laktoseprodukte zu mir nehmen sollte. Da kriege ich aufgrund von Neurodermitis und so weiter,
Vergangenheit würde ich es eher nennen, so Schübe von Cashew Barista, aufschäumbar und extra cremig. Also ich würde es halt einfach auch einfach so in meinen Kaffee geben. Ich würde es auch einfach so in mein Müsli geben. Ne? Da bin ich immer ganz entspannt und ja, habe ich auf jeden Fall hier nochmal so ein Backup, falls Schatzi mal wieder hier Kakao-Monster ist, mäßig eskaliert. Dann habe ich hier das Produkt, was für die Leute ist, die ein 12-Monats-Abo abgeschlossen haben, denn die haben den Vorteil zum einen, dass sie natürlich die Boxen günstiger bekommen und zum anderen, dass sie immer auch ein Trend-Goodie mit dazu bekommen. Das ist von Naive Bloom Shower Foam, das finde ich total super, mit Orange und Rosenduft. 200 Milliliter haben wir hier drin und so ein Duschschaum ist natürlich für mich auch sowas von Home Spa. Also finde ich großartig. Ich glaube, es ist auch gar nicht so günstig, ne? Riecht so weit, so gut hier raus. Das mag ich gerne leiden. Dann habe ich hier was von Monio Skin. Und zwar ist das Active Cleanser. Das ist so wichtig. Jasmine und Ringelblume. Für Mischhaut geeignet mit 180 Millilitern. Und ja, tatsächlich, wenn man an Spa denkt, denkst du ja eher so an Pflege und so. Aber der erste Schritt der Pflege ist immer die Gesichtsreinigung. Da habe ich euch auch ein Video gemacht zu reiner Haut. Es ist so wichtig, sich das Gesicht zu reinigen. Und das hier erinnert uns ein bisschen dran. Und das finde ich super. Auch ein Pumper finde ich immer sehr praktisch. Und ich glaube, Monio Skin ist eine recht hochpreisige Marke. Dann habe ich hier noch ein bisschen, upsala, mehr drin natürlich, und zwar Food. Heiße Schokolade mit 40% Kakao von Naturata, 350 Gramm. Ich habe ja gesagt, Schatz, sie ist ein Kakaomonster. Das wird hier nicht lange überleben. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das kannst du sowohl mit Milch machen normalerweise, als auch mit Wasser, mit heißem Wasser kannst du sowas eigentlich auch machen, je nachdem, wie sehr man halt Laktose oder Milch verträgt oder eben nicht, ne? Als nächstes ist hier von New Key Care Essentials etwas drin. Natürliche Pflege ohne Kompromisse, einfach gut für dich und die Umwelt. Ein Conditioner. Ach, Feuchtigkeitsboost für jeden Haartyp. Das mag ich. 150 Milliliter. Also wir haben ja öfters mal Shampoo auch mit in Boxen drin, aber Conditioner ist immer sehr selten. Das merke ich auch daran, dass meine Conditioner-Box immer sehr leer ist. Rieche ich jetzt so nichts raus, aber das werde ich mal ausprobieren, weil die Marke sagt mir gar nichts und ich mag das auch ganz gerne, wenn man einfach Produkte durch diese Box halt ausprobieren kann. Da wird man einfach nochmal so ein bisschen auf eine etwas andere Reise mitgenommen und das gefällt mir. Ja, und so ein Klassiker darf natürlich nicht fehlen. Ich habe hier ein Paket Nudeln drin, aber die bestehen aus Süßkartoffeln. Das ist ja cool. Just Taste, plant-based. Sowas mag ich auch, ne? Dass du da auch kulinarisch auf andere Reisen genommen wirst. 250 Gramm sind hier drin. Sehr interessant. Also ich hatte noch nie Süßkartoffelnudeln. Echt nicht. Vollkorn ja. Reguläre Nudeln klar. Aber Süßkartoffel, das ist spektakulär. Normalerweise haben wir 8 bis 10 Produkte hier drin, aber ich glaube, diesmal sind es ein paar mehr. Hier habe ich ein Safe Space Deodorant von Amo Soy. Mit Litchi, Ylang und Vetiver. 50 Milliliter. Und auch so ein Roller kann ich persönlich immer ganz gut gebrauchen und verwende ich abends immer. Das ist immer so meins. Oh, das riecht super angenehm. Hat auch ein bisschen was so grünen Duft quasi mit dabei. Auch was cremig-pudriges. Aber super, super angenehm. Das riecht echt gut. Also so möchte ich auch unter den Achseln und generell riechen. Ne? An die Beauty-Geschichte wird auch gedacht. Und zwar Schäbens Kaktus Gelmaske. 72 Stunden Nonstop Feuchtigkeit. Na, als ob. Langanhaltende Hydration. Pflegt intensiv, kühlt und regeneriert. Mit Feigenkaktus, Aloe Vera und Cognac-Wurzel. Hier sind 3 Sachets quasi drin. Also 3 Anwendungen. Da hat man richtig lange was von. Also 15 Milliliter. Und sowas verwende ich dann gerne morgens beim Zähneputzen einfach, ne? Das lässt du ja auch gar nicht so Ewigkeiten drauf. 10 Minuten, läuft. Also ich finde es super. Beauty darf nicht fehlen. Hatten wir nicht so ein... Das hatte ich doch letztens. War das in der Trend Raider Box? Oder war das in einem Adventskalender? Hier ist auf jeden Fall ein Puzzle drin. Von Homespa bei Alyssa Levy. Paisley, Turning Art into Puzzles, 99 Teile sind hier drin und dann kannst du einfach mal ein bisschen puzzeln, um ein bisschen abzuschalten und das Bild hier drauf passt natürlich extrem zum Motto, ne? Kann man nicht anders sagen. Schon süß gemacht, das ist einfach eine Nackedei-Dame, nebenan. Lady, was geht ab? Auch so kann man Homespa definieren, muss ich wirklich sagen. Also wenn man nackig zu Hause rumläuft oder sich nackig irgendwo einfach hinsetzen kann, dann zeigt das definitiv, dass man sich zu Hause wohlfühlt. Definitiv.
Ja, kann man so sagen. Das ist praktisch. Das werde ich auch mal ausprobieren. Toilet Tapes. Eco Toilet Block. Groovy Grass. 90% weniger Plastik. For a happy planet. Das ist einfach ein Klo-Deo. Ne? Sowas kann man immer gut gebrauchen. Sowas verwenden wir. Wir haben spülrandloses Klo. Dementsprechend ist das echt klasse, weil du kannst es einfach dran kleben und es hält. Ne? Das machst du ja über den... Ja, es ist, also spülrandloses Klo heißt ja quasi, dass du keinen Spülrand hast, aber du hast ja trotzdem einen Klorand, sonst würdest du ja immer wieder runterfallen. Irgendwie muss ja auch ein Klo da sein. Naja, von Jungglück habe ich hier eine Werbung mit dabei, dass du da 15% sparen kannst. Ich habe nichts von Jungglück drin. Das finde ich immer schade, wenn wir die Werbung mit dabei haben, aber nicht das Produkt halt, ne? Dann ein 10% Gutschein für den Gepa-Shop habe ich hier. Dann, oh, da ist aber was mit dabei von Salus. Das ist jetzt auch das letzte Produkt. Multivitamin Energetikum, das Naturtalent für dein Immunsystem mit natürlichem Vitamin C, Vitamin D3, A, B1, B2, B3, B6 und E für die ganze Familie. 10 Milliliter sind hier drin. Das hört sich doch schon mal so weit so gut an. Ne? Nahrungsergänzungsmittel, immer so eine Sache für sich, aber kalte Jahreszeit, da müssen leider viele von uns auch Vitamin D3 supplementieren. Ganz sinnvoll ist das Ganze, wenn du das halt auch noch mit Vitamin K2 irgendwie kombinierst und so. Da informiert euch aber einfach separat nochmal. Aber das ergibt auf jeden Fall Sinn Richtung Oktober. Also ich persönlich finde, dass die Trendradar Trendbox sich im Oktober sehr zurückgehalten hat. Ich hätte etwas erwartet, was mich noch mehr überrascht. Also klar, die Nudeln fand ich sehr fancy, aber ich hätte hier irgendwas, vielleicht kommt das im November, ne? So ein Schal, Handschuhe, keine Ahnung, irgendwas fancymäßiges. Fußwärmer wären auch mal geil. So richtig geile, dicke Socken oder keine Ahnung, irgendwas Wärmendes. Ne? Fände ich auch ganz schön. Aber naja, es war eine schöne Box. Ich bin auch sehr gespannt, wie der Conditioner so funktionieren wird. Und hier sind einfach auch sehr viele praktische Sachen drin. Sehr viele Sachen, die wir auch direkt verwenden werden. Und deswegen muss ich sagen, dass wir hier auch eine solide Box haben. Aber sie hätte noch etwas fancier sein können. Das ist nur meine Meinung. Schreibt aber gerne mal eure Meinung super gerne in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.